wieder zu einem neuen Video. Auf jeden Fall habe ich heute eine Review für euch, und zwar zu der Demin Divine Limited Edition von Catrice. Von dieser Limited Edition habe ich euch auch schon mal eine Preview abgedreht, also alle Produkte habe ich euch in diesem Video gezeigt, also mit Bildern, Namen und Preis, die es halt in dieser LE geben wird. Und jetzt wurden mir Produkte zugeschickt vom Cosnova-Team. Habe ich mich sehr darüber gefreut, habe ich auch alles fleißig getestet. Und zwar waren das diese Produkte hier. Oh, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also Nagellacke, ein Rouge, ein Lipgloss und ein Eyeliner. Ja, habe ich mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut, weil das ist wirklich eine sehr schöne LE, wie ich finde, aber das sage ich auch gleich noch im Video. Ein paar Produkte werde ich euch auch auf meinem Gesicht schminken, oder habe ich euch auf meinem Gesicht geschminkt. Ja, und Swatches gibt's, und ja, ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß dabei. Dann zeige ich euch als erstes mal den Eyeliner, der mit in der Box drin war. Und zwar ist das dieser hier. Das ist die Nummer 1001 Dark Denim Blue. Und ja, also wie der Name schon sagt, das ist ein Eyeliner in dunkelblau. Ich trage jetzt eigentlich alle Produkte auf, also auf meinem Gesicht und auf den Nägel, außer diesen Eyeliner, weil ich bin einfach nicht gut im Eyeliner, Eyeliner ziehen, Eyeliner schminken. Und an sich finde ich den nicht schlecht, also ich mag die Farbe, der ist auch ziemlich fest drauf, also ist jetzt nicht so, dass man einmal drüber geht und der wischt dann weg oder so. Aber dadurch, dass er halt wirklich flüssig ist, ich kann euch mal das zeigen, diesen Pinsel. Also das ist halt der Pinsel, da ist die Flüssigkeit drin. Und dadurch, dass der halt total flüssig ist, ist es schwer, den aufzutragen. Für so welche, die das schon total gut können, ist der sehr gut. Aber für mich, die das gar nicht kann, ist der nicht so gut. Deswegen habe ich den jetzt nur auf der Hand aufgetragen. Dann geht's weiter mit diesem Blush hier. Der war auch in der Box drin. Der heißt, einen Moment, 1001 Dawn Blush. Und an sich die Farbe finde ich wirklich richtig schön, und ich trage den jetzt mal auf. Also diesen Blush finde ich wirklich sehr schön, den kann ich euch echt empfehlen. Das ist halt eine sehr natürliche Farbe. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Produkt fürs Gesicht, und zwar ist das dieser Lipgloss hier, und das ist die Farbe 1002 Comfort Fit. Ja, auch diesen Lipgloss finde ich echt schön. Also es gibt nur so eine leichte Farbe, so ein leichtes Beige, und hat so leichte Glitzerpartikel mit drin. Hält allerdings nicht lange, also wie lange, ungefähr eine halbe Stunde oder so, ohne dass ihr was trinkt und esst. Aber sonst, ja, müsst ihr den halt immer nachtragen. Aber wie gesagt, sonst finde ich den wirklich schön. Ist halt auch ein sehr natürlicher Ton, aber alle Produkte sind halt sehr natürlich in dieser LE. So, die letzten Produkte, die ich euch jetzt vorstelle, sind Nagellacke. Und zwar ist das einmal die Nummer 1005 Gold Minas. Und das ist die hier. Dann 1004 Comfort Fit. Das ist die, die sieht so ähnlich aus, ist etwas heller. Dann 10.0 Fabrico. Und 1001 Dark Denim Blue. Allerdings müsst ihr alle vier Farben zweimal auftragen, sonst decken die nicht so gut. Zumindest nicht die zwei helleren Töne. Und ja, also diese Nagellacke finde ich auch sehr schön. Vor allem den blauen und diesen peachfarbenen. Vor allem jetzt für den Sommer, die gefallen mir echt richtig gut. Allgemein finde ich diese LE richtig gut. Also zumindest die Produkte, die mir zugeschickt wurden. Es gibt ja noch viel mehr Produkte. Meine Favoriten von diesen Produkten, die ich testen durfte, sind auf jeden Fall einmal der Rouge und zwei Lacke von den vier Nagellacken, und zwar der blaue und der peachfarbene. Wie gefallen euch die Produkte? Habt ihr auch schon Produkte aus dieser LE gekauft? Und ja, schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auch schon zum nächsten Video. Tschö!